Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu einer der Epilog-Folgen Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Ich habe doch in der letzten Folge versucht, da Eingang zur Kanalisation, dann schien aber keine Mission auf. Dann habe ich versucht, eine dieser Gegnerwellen-TV-Shows zu überleben. Ihr habt das ja gesehen, war ziemlich, ja, ein ernüchterndes Erlebnis. Aber nachdem die Mission vorbei war, ist jetzt plötzlich diese Drohne hier aufgetaucht. Vielleicht bekommen wir da jetzt endlich eine Mission, die uns zum Eingang berechtigt, also Eingang zur Kanalisation berechtigt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was ist das? Ich bin der Schlüssel und das Tor, der Torwächter. Wovon redest du? Es steht dir neue Spielinhalte zur Verfügung, wenn du dir das Add-on besorgst. Die Rückkehr von Boseman, Technomancer und mehr. Okay, geil, also es gibt tatsächlich, bis jetzt halt habe ich es ja nur für ein Gerücht gehalten. Und alles, was ich dafür brauche, ist der DLC. Ja, hol ihn dir jetzt gleich und finde heraus, was auf der anderen Seite dieses Kanalisationszugangs liegt. Na gut, das werden wir machen, weil derzeit ohne DLC kann ich zwar auf Geh zur Mission klickern, aber es tut sich nichts. Dann plaudere ich noch kurz mit Boseman. Nein, nicht mit Boseman, aber ich bin doch komplett irre. Mit Doc werden ein Cut setzen, werden wir dieses DLC organisieren und dann diese Aufnahmesession weiter spielen. Sollte bis dahin meine Stimme anders klingen, dann liegt das daran, dass ich einfach wieder mal tagelang nicht dazu gekommen bin. Aber ich bemühe mich, ich schaue, dass ich es so schnell wie möglich organisieren kann. Ich würd mich ja auf alle Fälle ja persönlich schon total auf die neuen Missionen freuen. So, du wolltest mich sprechen, Doc? Ja, ich bin etwas beunruhigt. Ja, das haben wir ja schon. Das hatten wir doch schon. Na großartig, das scheint da irgendwie rumzupacken. Auch da, Road Warrior, da habe ich vorhin auch drauf geklickert, da kommt auch keine Mission. Also wir brauchen die DLCs. Das bedeutet, ich bin nochmal jetzt draußen, ich setze einen Cut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu Shadowrun Chronicles Boston Lockdown. Infected. Es ist endlich soweit. Tage, Wochen, ja fast schon Monate später habe ich jetzt tatsächlich das DLC. Ich freue mich total darauf. Unser kleiner Kampfflug Chrysalia ist bereit. Das Einzige, das ich machen musste, ich habe es jetzt doch länger nicht mehr gestartet. Es gab wieder mal ein scheinbar größeres Update und alle meine Karma-Punkte wurden wieder zurückgesetzt. Ich musste neu leveln. Und ich hoffe, ich habe die Originalausgangssituation wiederhergestellt. Klar, ich hätte mir ein Video ansehen können von mir selber, welche Skillpoints ich vergeben habe. Ich zeige es euch nur ganz kurz. Da bin ich hundertprozentig sicher, da hatten wir alles. Rigging habe ich jetzt, glaube ich, eine Stufe zu hoch gelevelt. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Körpertechnisch sind wir auch schon relativ hoch oben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich Demolieren oder Schlösserknacken genommen habe. Ich habe versucht, das irgendwie ausgeglichen zu verwenden. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich vielleicht höher war, war eben Hacking, Organentnahme. Ich bilde mir ein, ich war schon da, aber das waren halt die Punkte, die haben mir gefehlt, weil ich eben Rigging, glaube ich, um einen Punkt zu hoch gelevelt habe. Egal. In der Zwischenzeit habe ich auch, glaube ich, ich weiß es nicht, Raketenwerfer. Ja genau, ich habe 7 Stück Raketenwerfer eingekauft, nachdem unsere, achso, ja, es kommt davon, wenn man in unterschiedliche Spiele spielt, Steuerung und so weiter. Lady Luck verkauft jetzt wieder Raketenwerfer, finde ich fein. Wir könnten mal nachsehen, automatische Waffen. Ingram Warrior hätte mehr Munition, ein geringfügig mehr Schaden, als wir bereits durchführen. Da hätten wir weniger. Aber dafür die kritische Greiferchance geht runter, aber der kritische Modifikator dafür rauf. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es gibt scheinbar auch ein neues Waffenset. Oh. 293.000 Nuyen. Richtig geiler Schaden. Präzises automatisches Feuer über lange Distanzen. Ich habe leider nur. Puh.
doch einiges an Kohle ausgegeben, eben wie gesagt für den Raketenwerfer. Dann schauen wir mal gleich, ob Pancake auch etwas Neues, Interessantes für uns hat. Panzerung. Das sind ja nur die Filamente, die ich überhaupt noch nie verwendet habe. Aber einfach deswegen, weil die physische Panzerung doch sehr schlecht ist. Technische Panzerung, ja, ich habe eigentlich relativ wenig Schaden durch Hacking, Taser oder EMP-Granaten im kompletten Let's Play eingesteckt. Ich weiß es nicht so genau. Sota-Keramik-Panzerung, die hätten wir ja. Ohoho, überlegene Keramik-Panzerung, die könnten wir uns sogar leisten und erstklassige. Ja, dann machen wir es mal so. Wir kaufen uns die Panzerung. Ja. Ansonsten, wie gewohnt, ich habe geringfügig ein neues Outfit verpasst. Die Kampfhose, ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte die dazwischen auch ein paar Mal. So viel dazu. Gut, dann werden wir gleich mal die Sota-Keramik austauschen gegen die erstklassige. Sehr nice. Ja, doch einiges. Coole Sache. Dann verkaufen wir die gleich und würde sagen, dann stürzen wir uns in die erste, ja, Zusatzmission. Ich freue mich total darauf. So, Moment. Panzerung. Verkaufen. Ohoho. Was ich alles an Zeug mit mir rumschleppe, es ist unglaublich. Die bringt uns nicht wirklich viel, aber egal. Alles aus dem Hahn, Hammer. Okay, gut. Ich möchte jetzt... Theoretisch müsste jetzt da unten... Genau. Doc, hast du was Neues für uns? Du wolltest mich sprechen, Doc? Ja, ich bin etwas beunruhigt wegen deiner Messwerte. Sie zeigen, okay, das war schon... Das ist das Gleiche, das könnt ihr in der letzten Folge nochmal sehen. Beziehungsweise vielleicht sogar, ich weiß es nicht genau, in dem kleinen Vorspann, den ich dazu geschnibbelt habe. Gut. Auf geht's. Ja, worum geht's in Infected? Das sind eben die Zusatzmissionen. Wir haben ja Boseman verloren, der ist ja verschwunden. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, also ich glaube, die Missionen handeln jetzt darum, dass wir Boseman suchen, ausfindig machen und wieder zurückholen. Ob wir auch mit Jane zu tun haben werden, das weiß ich nicht. Ich habe mich ja in der finalen Mission... Müsst ihr euch unbedingt ansehen, war ein epischer Kampf und ich hatte mehr Glück als Verstand, mal wieder. Jedenfalls, ich habe mich ja entschieden, Jane am Leben zu lassen. Vielleicht begegnen wir auch Jane, weil auch die fehlt da am Marktplatz. Na gut. Was ist mit Boseman? Entschuldigung. Was ist das? Boseman, bist du das? Ich werde von Headcases angegriffen. Jane hat sie geschickt, um mich zu töten. Sie hat euch angelogen, ihr müsst mir glauben. Ich bin in der Kanalisation bei Gitterpunkt 170569. Helft mir, Shadowrunner, ihr seid meine letzte Hoffnung. Wir wissen von Jane, sie hat uns alle betrogen. Wir sind... Boseman, kannst du mich überhaupt hören? Nachricht in Dauerschleife. Helft mir, ich werde von Headcases angegriffen... Schön, dass ich mich auch in der Dauerschleife bei Headcases verlesen habe. Offenbar nicht. Okay, dann verschwenden wir mal keine Zeit. Smedley, Buster, öffnet das Tor für mich. Ich gehe rein. Aber zum Glück nicht alleine. Wir nehmen wieder unsere Angelica mit, die altbewährte Kampftruppe, Badget und Protus oder Jimmy Mac. Haben sich ja alle relativ gut bewährt. Die Zwillingsschwester von Corusalia, Setmunchik Valencia. Nein, den Namen kann ich wieder nicht aussprechen im Spiel. Gar nichts. Wir nehmen mal Feuerkraft mit. Also, Protoss, wir benötigen deine Unterstützung. So, ich freue mich darauf. Die erste Mission seit sehr langer Zeit. Ich hoffe nur, ich verkacke jetzt nicht gleich komplett. Auf geht's. Einsatzbesprechung. Die feuchte Dunkelheit der Kanalisation umgibt dich und du hörst dumpfe Bewegungsgeräusche aus der Finsternis kommen. Irgendwie wirkt das schon zu vertraut. Finde Boseman, bevor die Headcases es tun. Ja, das sollten wir hoffentlich schaffen. Oh, das ist wieder dieser große Keller. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin. Boseman, hörst du mich? Bist du das, Omei?
Mann, ich bin froh, dich zu sehen. Die Headcases jagen mich anscheinend. Jane muss sie auf mich angesetzt haben. Du musst mir glauben, Mann, ich... Schon gut, wir glauben dir. Jane war schon länger infiziert, als wir gedacht haben. Sie hat uns alle verraten. Oh, das ist stark, Chama. Nicht das mit dem Verrat, weißt du, sondern dass ich wieder im Team bin. Ich war echt... Dreck. Die kommen schon wieder. Ich muss mit der Übertragung aufhören. Beeilt euch, sonst bin ich geliefert. Naja, ich hatte ihn irgendwie anders in Erinnerung. Warte, du musst mir sagen, wo du bist, Boss. Boss, hörst du mich? Okay, dann machen wir es auf die altmodische Art. Abmarsch. Na dann. Durchladen und feuern. So. Wir müssen... Ich muss mal kurz abchecken, in welche Richtung es geht. So, wie ging das mit Drehen? Q und E. Ja, so. Da hätten wir mal Altbekannte. Notierter Bargeist. Puh, ziemlich viele Körperpunkte. Ich muss mal kurz abchecken, in welche Richtung es überhaupt geht. Puh. Naja, gut. Ich würde sagen, Step by Step. Bringt euch mal in Position. Chrysalia, vor mit dir. Geht da in Deckung. Ich werde gleich mal die Drohne casten. Ich möchte gleich in der ersten Mission nicht irgendwie zu viel riskieren. Angelica, du müsstest da vorne noch safe sein. Vor mit dir. Badget. Du bleibst im Hintergrund. Und Brutus. Du gehst zu Angelica. Während wir die Drohne daher bringen. Okay. So, ihr seid dran. Okay, die haben doch noch einen Angriffsmove. Das war jetzt blöd von mir. Oh no. Wir wurden umzingelt. Wir wurden umzingelt. So, wie tun wir denn? Die sind ja mistig. Chrysalia. 32 Körperpunkte. 20 bis 23 ist zu wenig. Nicht lange herumexperimentieren. Wobei der ja eigentlich... Okay, Chrysalia. Etwas zurück. Ich muss den ausschalten. Behaupte ich mal. Da war ein da. Dreimal verfehlt. Echt jetzt? Oh Mann. Weil der kann ja seine Verbündeten quasi buffen. Shit. Brutus. Lass den Köder Köder sein. Doppelläufig. Blast ihn um. Okay, der ist Geschichte. Wer ist dran? Die Drohne. Ich muss alles dran setzen, den wegzubekommen. 3,19 war jetzt nicht so toll. Elementarattacke. Die Hunde kann ich einmal, würde ich jetzt mal sagen, vernachlässigen. Der ist wichtig. 18, shit. Ja, hätte Chrysalia nicht verfehlt, wäre das Thema erledigt gewesen. Na, da ist er, der Schlafer. Okay, Spirit ist down. Fängt echt schlecht an für mich. Wer ist jetzt dran? Angelica, du hattest ja noch keinen Move. Vor mit dir. Zu wenig. Brutus, so. Ja, du gehst auf den weiter los. Okay, der ist down. Was sind das? Minus 7 Millionen? Dog, eingehende Nachricht über sicheren Kanal. Ah, ich bin durch. Sehr gut. Hör zu, ich habe deine Gehirnströme analysiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du in eine xenobewusste KI-Infektion zugezogen hast. Hast du dir eine, ja. Die Ströme sind viel zu...
viel zu zufällig, als dass sie für eine andere KI Sinn ergeben. Das Stadium ist noch sehr früh und sollte dich noch nicht sehr beeinträchtigen. Ich bin infiziert? Und das erzählst du mir jetzt? Hättest du damit nicht warten können? Ich dachte, es wäre vernünftig, dich sofort darüber aufzuklären, da deine Leistung beeinträchtigt werden könnte. Jetzt weißt du wenigstens, worauf du achten musst. Naja, vielleicht war das auch schon der Grund, warum ich meine komplette Salve, obwohl ich neben dem Nest-Kontrollierer gestanden bin, in die Luft geschossen habe. Augenscheinlich. Aber die gute Nachricht ist, dass es einer xenobewussten KI sehr schwer fallen dürfte, deinen Geist zu übernehmen, denn sie wüsste nicht, was sie damit tun soll. Ja, ich weiß ja selber nicht, was ich mit meinem Geist tun soll. Das ist die gute Nachricht. Du musst echt an deinen sozialen Kompetenzen arbeiten, Doc. Welche Effekte könnten denn eintreten? Zeitweiser Gedächtnisverlust, kurzzeitige Bewusstseinsstörungen, Beeinträchtigung des Sprachzentrums, Muskelkrämpfe, eigentlich so ziemlich alles Ungewöhnliche. Wir wissen sehr wenig über die Symptome, aber stell dich darauf ein, dass es mit der Zeit schlimmer wird, weil sich die Naniten ausbreiten. Na großartig. Yippie! Ich bin froh, dass ich über medizinische Sachverständige verfüge, die mir dabei helfen können. Lass mich wissen, wenn du irgendwas anderes bemerkst. Jetzt muss ich zusehen, dass ich Boseman raushole und meine zukünftigen Mid-Head-Cases ausmerze. Wobei, die Mission fängt ja alles andere als gut an. Alles andere als gut. Geh mal auf den los. Schön, ein Treffer. Aber die Rüstungswerte sind ein Skandal von denen. Aber der müsste jetzt down gehen und Angelica trifft. Badget, geh etwas auf Distanz und Cyborg. Wir müssen den Cyborg wegbekommen, der steht nämlich zu nah an Chrysalia dran. Die Drohne bringt... Ah, oh, Moment mal, das können wir vielleicht so machen. Ja, blöd. Ja, oh ja, so müsste es gehen. Wenn ich Glück habe, erwischt es Brutus nicht. Schauen wir mal. Ja, wer kann denn damit rechnen? Also ich hätte gedacht, ich meine, der ist doch hinter dem... Jo. Man merkt, ich habe lange nicht gespielt. Brutus! Dabei benötigen wir jeden Einzelnen in dieser Mission. Das war jetzt nur der erste Kampf. Boseman, bist du da drin? Nö, leer. Ah, okay, wir müssen Kisten durchsuchen. Naja, dann, ausschwärmen. Wer ist dran? Die Drohne, die können wir ja vorbringen. Relativ gefahrlos. Da ist noch eine Kiste. Leute, könnt ihr mich hören? Seid ihr irgendwo in der Nähe? Diese Headcases rücken immer näher. Es würde helfen zu wissen, was Nähe in Relation zu deiner Position ist. Ich lokalisiere deine Koordinaten, Boseman. Verdammt, er ist schon wieder weg. Okay, grüß. Du musst schon wieder nachladen. Persönliches Log von Boseman. Seit 4 verdammten Tagen bin ich in der Kanalisation und die Headcases jagen mich anscheinend immer noch. Keine Ahnung, wie sie es jedes Mal geschafft haben, mich zu finden, aber ich muss mir immer wieder neue Verstecke suchen. Letzte Nacht haben sie versucht, mich im Schlaf zu überfallen. Zum Glück hatte ich eine Wächterdrohne platziert. Der Lärm mich aufgeweckt hat. Geiler Satz. Der Lärm hat mich aufgeweckt. Die Drohne muss ich leider zurücklassen. Was eine Schande. Vielleicht kann ich die Überreste ausschlachten, wenn sie abgehauen sind. So, die Frage ist natürlich, wie weit geht's da unten noch rum? Da haben wir noch so ein Tricorder-Teilchen. Angelica, riskier's mal. Oh shit, 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 shit. Waren da Gegner? Ich bilde mir ein, da ist was aufgepoppt. Das ist jetzt nicht lustig. Nein, nein, ganz und gar nicht. Aber da geht's, glaube ich, nicht mehr ganz allzu weit weiter. Sprint, Badget, komm darüber. Vielleicht ist ja Boseman in der Kiste drinnen. Und die Drohne, wir werden die Drohne rüber zu Angelica bringen, damit die nicht komplett alleine ist. So, nachladen. Passt. Chrysalia und Badget, eigentlich sollte ja die Aufstellung sein Angelica und Chrysalia. So, schnapp dir das Log. Persönliche Nachricht.
Sie kommt, sie durchdringt unsere Köpfe, die Verderbnis, die Wahrheit, die wechselnden Informationen. Wir bekämpfen unsere eigenen Kinder, wir sperren sie in Käfige, foltern sie, suchen ihre Basis. Wir sind das Böse, das Falsche, der Feind. Sie werden unseren Geist vernichten, unsere Seelen stehlen, unser Dasein auslöschen. Sie sind die Rache. Stranger Text. Okay, vielleicht ist Boseman da drin. Boseman! Nein, enge Jeans. Hier gibt es nichts als ein paar alte Maria Mercurial Tridios. Maria Mercurial. Ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir leid. So, Drohne, nachrücken. Da haben wir ja keine Kiste mehr. Nee. Müsste sauber sein. Ja. Wer die alten Folgen gesehen hat, weiß ja, meine... Oh, na klar, da oben. Ach du Schande. Meine Lieblingscombo war ja immer Angelica und Chrysalia. So, vielleicht können wir euch... Wir sind zu weit weg. Wir sind zu weit weg, verdammt nochmal. Rüber zu... Okay. Geh in Deckung und cast in Spirit. Du musst Zeit gewinnen. Das geht sich... Oh Mann, das geht sich nicht aus. Ich werde mit Badgett da bleiben. Blöd von mir, dass ich tatsächlich Protoss umgenietet habe. Das war keine Absicht. 23. Ziehe ich ihm halt Rüstung ab, so viel geht. Und Spirit, wir werden dich dann nach vorne locken. Einfach damit du die ablenkst. Spirit? Da ist er. Cool. Puh. Ja, Protoss. Scheiße. Badgett. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Super geiler Anfang für die erste Mission. Chrysalia, lauf! Sind nur noch Chrysalia und Angelica übrig? Spirit. Du musst Zeit geben. Die Drohne. Bring dich da drüben in Stellung und geh einfach stur auf den Typen los. Da ist ein Masterbomber. Verdammt. Punkte Abzug. Jetzt kommt der Master Bomber, der jagt jetzt meine Drohne in die Luft. Puhuhuhu. Drohne ist down, Spirit ist down. Ach du Schande. So. Was nun? Was nun? Nicht so ein roter Drohne. Alles was wir noch haben, in die Party werfen. Das war jetzt mal ein richtig geiler, schlechter Anfang. Angelica Rückzug. Geh etwas zurück. Kampfdrohne. Bezieh Darstellung und Stromschlag. Geht das? Bist du zu weit weg? Du bist zu weit weg, verdammt. Okay, was haben wir sonst noch? Ausweichmanöver. Das habe ich überhaupt noch nie verwendet. Keine Ahnung, was das bedeutet. Na gut, wechseln wir mal. Ich kann jetzt nichts mehr tun. So, ihr müsst ja mal vorlaufen, bevor ihr irgendwas starten könnt. Okay, vergiss den. Ignoriert ihn mal. Grüß. Nein, ja, blas ihn um. Blas den mal um. Das ist ja nicht wahr. Ich spiele so einen Blödsinn zusammen. Angelica Rückzug. Drohne. Zurück. Du bist markiert. Zieh ihm was ab. 6 Punkte ist zu wenig, obwohl er markiert ist. Mehr Glück als Verstand. So, Chrysalia. Jetzt. Da in Deckung gehen, jagt ihn zum Teufel. So, der ist down.
Angelica ebenfalls so weit wie möglich zurück und Spirit casten. So, theoretisch sollten die uns ja nicht direkt treffen können. Spirit ist am Zug. Nein, die Drohne ist am Zug. Die bringen wir da in Stellung. Und Spirit bringen wir hier in Stellung. Die beiden müssen jetzt vorkommen und dann sollten wir sie mit Chrysalia und Angelica ins Kreuzfeuer nehmen können. Mann, ich vermisse Badgett und Protoss. Ja, das war jetzt natürlich nicht, dass der Tarndeckung geht. Aber, so. Kann leider nur die einfache machen, ich müsste vorher nachladen. Verfehlt. Ist ja alles nicht wahr. Ist doch nicht normal, ja richtig. Zieht überhaupt nur einen Punkt ab. Okay, Spirit. Hol dir, was du noch holen kannst. 18 Punkte. Spirit hat den meisten Schaden ausgeteilt. Der hat nachgeladen, der läuft. Für Angelica taktisch günstig. Chrysalia, lad nach. Und so, jetzt wird sich herausstellen, wenn Angelica den down bekommt. Okay, der ist down. Ich darf nicht vergessen, da hinten geistert er noch so ein Bomberheinz hier rum. Rück nach, Chrysalia. Bleib in Deckung. So. Chrysalia vorstürmen. Gar nicht lang trifft jetzt. Das ist ja nicht wahr. Was soll denn die Kacke? Angelica, zieh mal ab, was zum Abziehen geht. Okay, ist egal. Damit kann ich leben. Nicht genügend Munition. Ich meine, was ist denn das für ein Blödsinn mit der Salve 3? Und tschüss. So. Puh. Gut. Angelica und Chrysalia. Wir müssen vor. Wir müssen jetzt diesen Master Bomber noch außer Gefecht setzen. Nachladen. Nissan-Drohne. Die können wir ja zum Glück häufiger casten. Spirit. Spannend, spannend. Ich würde ja so gerne nach so langer Pause eine erfolgreiche Mission präsentieren. Aber im Moment sprechen die Zeichen dagegen. Einfach weil ich auch richtig, richtig schlecht spiele im Moment. Wechseln. Vielleicht kommt der ja zu uns. Nope, tut er nicht. Heilmittel habe ich keines mit zugunsten von massiver Feuerkraft. Die jage ich dann einfach demnächst präventiv da irgendwo nach rückwärts, wenn wir uns was Neues anschauen. So. Eventuell kann ich den Master Bomber in die Zange nehmen. Wenn der da auftaucht, könnte ich von dort oben runterschießen. Ich weiß es nicht genau. Angelica, du bleibst jetzt nochmal da stehen. Ich bin noch nicht in Position, noch nicht wirklich richtig. Da irgendwo ist dieser Master Bomber gewesen. Drohne fliegt da drüber. Wechseln. Vielleicht hat er uns ja schon entdeckt und kommt aus seinem Versteck raus. Nein, tut er nicht. War ja klar. Chrysalia spielt den Köder. Wechseln. Nein, Spirit. Falscher Zeitpunkt. Dich wollte ich jetzt eigentlich vorschicken. So, Chrysalia hat nachgeladen. Noch eine Drohne. Wir haben ja mehrere. Angelica, rück vor. Oh, spannend, spannend. Ich habe Angst. So, Drohne. Geh da in Deckung. Die zweite Drohne bringen wir da in Deckung. Wir müssen auf diesen Master Bomber höllisch aufpassen. Wechseln.
keine Ahnung, wo der ist. Der kommt auch nicht raus. So, ich riskier's. Grisalia, stürm vor. Angelica, vor. Da oben dürfte frei sein, aber ich glaube, der war da irgendwo in dem Bereich. Wir könnten natürlich... Das mache ich jetzt. Mit der Drohne ums Eck sehen. Der ist weg. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht. Dann bringen wir die zweite Drohne... daher. Na gut. Nachdem da oben niemand auftaucht, Grisalia schnappt die Box. Vielleicht ist Bosman ja da drinnen. Nein, ist er nicht. Cutter, Victor, Vibro-Klinge. Aber ein paar aufgebrauchte Rationen und ein Reparaturkit für Drohnen. Das ist von Bosman, keine Frage. Ich hoffe, er ist da drin. Soll ich es riskieren? Angelica? Ja, lauf vor, mach die Box auf. Wir geben dir Deckung, hoffentlich. Schaut aus wie roher Säukauf. Oder vielleicht Rattenscheiße. Ist bei dem ganzen Schimmel schwer zu sagen. Okay. Puh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo dieser Bomber hin verschwunden. Oder hat sich der tatsächlich in die Luft gejagt vorhin? Da müssen wir doch da nach rückwärts gehen. Und na gut, schauen wir mal. Ich check mal da die Lage ab. Bring die Drohne da einmal in Position. Das ist ja der einzige Zugang, den wir haben. Einfach damit wir da den Überblick bewahren können. Weil da sollte man safe sein. Da kann nicht mehr viel kommen, glaube ich. Ja, oder es geht da hinten noch extrem weit. Angelica, schnupper mal... Oh, du Schande. Klar. Vielleicht haben wir Glück und sie haben uns noch nicht gesehen. Dann kann ich ja dort den Granatwerfer reinfeuern. Gibt es da einen Zugang von der Seite? Drohne vor. Nope. Nope, sie haben uns schon entdeckt. Ja, jetzt brauche ich die... Aber... Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Die Mission ist eh schon so ziemlich wie gescheitert. Angelica Rückzug. Und greif mal den an. Okay. Drohne. Rückzug und greif mal den an. Und jetzt wird spannend. Das muss jetzt gut gehen. Grisalia in Position. Hey. Achso, nein, nicht überzeugt. Ich trottel. Ja, ich habe den Granatwerfer auch nicht ausgerüstet. Das ist eine wirklich schlechte Spielrunde von mir. Ich ziehe auch irgendwie keine Schaden ab mit den Waffen. Oder war das jetzt auch noch eine MP? Hast du nicht gesehen? Komplett sinnlos. Kanone. Komme ich da hinten durch? Dass ich die... Ah, da komme ich durch. Wahnsinn. Okay. Einen richtig geilen Fail gestartet, diese neue Staffel. Es sind auch extrem viele Gegner und ich Idiot habe ja ganz am Anfang Protoss am Gewissen, weil ich ihn ja selber abgeschossen habe. Wieso markiere ich jetzt schon wieder? Da war doch... Ich weiß es nicht. Das ist nicht meine Runde. Das ist nicht meine Runde. So. Ziehe ich halt noch ab, was zum Abziehen geht.
Ja und? 2, 4. Also das sind ja überhaupt keine, nicht einmal irgendeinen Schaden, so. Yay! Drohne ist down. Zweite Drohne ist down. Ja. Oh Mann. Würde ich da jetzt noch eine Kiste sehen, würde ich ja durchstarten, aber die sind beide noch am Leben. Egal, wir kämpfen uns jetzt so durch. Ich meine, es hatte schon begonnen, dass Chrysalia ihre... Oh no. Dass Chrysalia ihre erste Salve komplett verfehlt hat. Ende in 5, ja. Okay, sorry Leute, ich habe mich total gefreut. Ich wollte euch eine erfolgreiche erste Folge bringen, aber auch das gehört dazu. Es ist um einiges knackiger geworden. Wäre vielleicht nicht so schwer gewesen, hätte ich nicht meine eigenen... Ja, das nennt man eine Rettungsmission. Nein, tut man nicht. Hätte ich nicht meine eigenen Leute am Gewissen gehabt. Und ich glaube, zwei von denen habe ich ja direkt selber instant aus dem Spiel befördert. Ja, gut. Mission fehlgeschlagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir trotzdem einen Daumen da. Ich hoffe, in der nächsten Folge werden wir das schaffen. 34 Minuten Aufnahmezeit. Schade, ich hätte euch gerne eine erfolgreiche Mission präsentiert, aber ja, es ist nicht leicht, das Spiel, muss man auch dazu sagen. Trotzdem, danke fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn es mich wieder weiter begleitet mit Shadowrun Chronicles Boston Lockdown, ich liebe diesen Namen mittlerweile, im DLC Infected, würde mich auf alle Fälle freuen. Na gut, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was, ciao, baba.